Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seid schon im Hintergrund und auch im Titel im heutigen Video wird zwar richtig ehrenlos. Denn, Freunde, die meisten von euch haben ja mitbekommen, iCrimex hat mit Candy, ich glaube, Suse inzwischen drauf, Amir, die haben ja ein neues Minecraft-Projekt gestartet und ich bin einfach nicht dabei gewesen. Es ist wirklich so ehrenlos, was ich heute mache. Aber, Leute, der Admin von der Minecraft-Stadt war halt damals auch der Admin von The Walls, dem Projekt, was wir gemacht haben, und auch der Admin von der YouTuber-Insel. Und ich will jetzt nichts sagen, aber eventuell ist dieser Admin mein Cousin. Grüße gehen an der Stelle raus. Und ganz eventuell war mein Cousin letzte Woche bei mir am PC, hat hier auch ein bisschen was gearbeitet. Und ganz eventuell habe ich mich dann einfach selber auf die Whitelist gepackt von seinem Account. Es ist wirklich das Ehrenloseste, was ich je gemacht habe. Aber Freunde, im heutigen Video werden wir mal verbotenerweise, ohne dass es irgendjemand weiß, auf die Minecraft-Stadt gehen. Deswegen, Freunde, ganz, ganz wichtig, lasst mir mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ihr seht es gerade schon im Hintergrund. Minecraft-Stadt spielen. Ich connecte jetzt einfach drauf. Bevor wir jetzt wieder reinstarten, das heutige Video wird unterstützt von Summoners War Sky Arena. Vielleicht erinnert ihr euch sogar noch, ich war ja in Paris bei den SWC Finals damals. Und ich glaube, die Leute haben es richtig gefeiert. Lassen wir das. Das Game an sich sieht richtig geil aus. Es gibt eine ganze Menge PvE-Inhalte, also Szenarien, Dungeons, Schlachtzüge. Aber auf der anderen Seite auch unendlich viel PvP-Zeug. Egal ob Echtzeitkämpfe, Arena-Kämpfe, Gildenkämpfe. Freunde, allein diese ganze E-Sport-Szene. Bro, es ist riesengroß. Und das Game selber hat über 190 Millionen Downloads. Bro. Generell gibt es halt eine übelst geile rundenbasierte RPG-Mechanik. Könnt im Game wirklich eure Teams komplett eigen zusammenstellen. Aktuell gibt es ein Summoner's Row Reloaded Update. Es gibt unter anderem zwei neue Monster. Einmal Azura und einmal Indra. Es gibt ja auch Runen, mit denen ihr halt eure Monster upgraden könnt. Die bringen zum Teil euren Monstern halt andere Fähigkeiten oder mehr Crit oder was auch immer. Und davon gibt es aktuell auch noch neue. Es gibt einmal die Seal-Rune, dann gibt es die Immemorial-Runen. Alle Runenverbesserungen haben ab jetzt eine Erfolgschance von 100%. Mit dem neuen Update sollte das halt so gestaltet werden, dass halt auch gerade neue Spiele einfach leichter erstmal wieder reinkommen können und was erreichen können. Auch der Kairos Dungeon wurde zum Beispiel einfach aktualisiert. Es gibt richtig fette Ingame-Events für die ganze Dauer des Events. Das Event selber ist am 30. Juni gestartet und geht bis Ende Juli. Zum Beispiel eine Special Transcendent Scroll. Damit könnt ihr die Spirit-Bosse im Spirit Realm um Sternstücke herausfordern, um eventuell die besondere Schriftrolle und verschiedene weitere Belohnungen zu halten. Dann gibt es noch das Give-A-Level-Up-Event. Mit dem Event könnt ihr Missionspunkte sammeln und dann eure Monsterfähigkeiten zu verbessern. Aber generell, Freunde, kostenloser Download-Link in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich spawne. Ich habe keine Ahnung, wer auf der Stadt gerade drauf ist. Aber egal, ich connecte einfach drauf. Ey, es tut mir so leid. Ich darf es eigentlich gar nicht. Und tut mir auch einen Gefallen. Wo sind wir hier? Warte mal. Okay, Freunde, ganz, ganz wichtig. Schreibt bitte, macht kein 31er. Schreibt es nicht direkt den ganzen anderen Leuten in die Kommentare. Lasst mir noch ein oder zwei Tage meinen Spaß. Ich werde auch noch ein Video aufnehmen, bevor das hier online kommt. Aber okay. Oha, man hört Vögelgezwitscher. Aber wo ist die Stadt? Wahrscheinlich da hinten, oder? Ist irgendjemand online? Oh, oha, Amir, Candy und Flauschi sind online. Hä, aber wo ist die Stadt? Okay, Candy hat verlassen. Okay, Freunde, ich baue mir ganz schnell mal schnell ein Schwert. Oder eine Pickaxe. Generell, wir brauchen ein Boot, wenn wir von der Insel runterkommen wollen. Ja, aber startet jeder hier? Okay, keine Ahnung. Ich baue mal ganz schnell hier. Zack, 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 zack. Machen uns mal gerade hier alles ready. Okay, wisst ihr was, damit schneller geht? Komm. Okay, nehmen wir jetzt auch eine Kuh. Wichtig, wir brauchen Essen. Und ich sehe schon unten rechts, Freunde. Oh mein Gott, in Minecraft-Stadt kann man einfach Geld sammeln. Und wir haben einfach 0, gar nichts. Also wirklich nichts. Okay, wir nehmen hier direkt alles mit, was geht. Okay, Freunde, ich würde sagen, das reicht erstmal an Holz. Wir können uns davon easy peasy ein Boot bauen. So, zack, 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 okay. Aber wo ist jetzt die Stadt? Ich verstehe es nicht. Okay, ein Schwert holen wir. Okay, Candy ist wieder da. Ein Schwert holen wir jetzt mal ganz kurz mit, falls wir noch Essen holen müssen. Okay, Freunde, wir müssen erstmal rausfinden, wo die Stadt überhaupt ist. Weil hier, wir sind halt mitten auf dem Ozean, Bro. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Minus 190 und minus 1200 irgendwas. Ich würde sagen, vielleicht gehe ich einfach wieder zu 00. Bei der YouTuber-Insel waren immer alle unsere Koordinaten bei 00. Aber okay, ein Boot haben wir schon mal. Ey, Freunde, wir probieren es einfach. Bei 00 war bei der YouTuber-Insel immer der Spawn. Bei The Walls auch. Das heißt, hier müsste es auch so sein. Okay, hier hat schon mal irgendjemand was abgebaut. Da hinten ist eine Sandinsel. Okay, okay. Ich muss nur echt die Augen aufhalten, dass uns keiner sieht. Ich will unbedingt zwei Folgen undercover bleiben. Keiner soll wissen, dass wir da sind. Aber hier kommt halt gar nichts. Wir schwimmen halt komplett im Nirgendwo. Das Problem ist, ich habe auch nicht so viel Essen. Was ist das denn? Bro! Was ist das denn? Sind die Haie drin? Okay, wir gehen in die andere Richtung.
Bro, was war das denn? Oh mein Gott, das Problem ist, wir haben halt auch wirklich einfach gar nichts. Wir haben keine Rüstung, kein egal was. Okay, da drüben war wieder die Insel, wo wir angefangen haben. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir genau in die andere Richtung. Bei dem offenen Meer wird ja safe nichts sein. Also irgendwo muss doch hier was sein. Da wurde was gebaut. Oder ne, es sind Bäume. Okay, oh, da wurde was gebaut. Da wurde was gebaut. Okay, Moment, Moment, Moment. Okay, wir holen das Boot und schleichen uns mal kurz an. Ist das ein Haus, oder? Hä, was ist das? Okay, Freunde, wir müssen übel leise sein. Okay, sind ein paar Kühe. Warte, wir holen die gerade mit. Ich habe halt die Voice-Mod installiert. Das heißt, wenn ich zu laut rede, schlägt das aus und Leute können mich hören. Okay, ein bisschen was. Oh, ein Flugzeug! Bro! Ich bewege mich nicht. Wer fliegt hier mit dem Flugzeug rum? Okay, ich muss unter Wasser, ich muss unter Wasser. Irgendjemand fliegt hier gerade rum. Ich glaube, der ist gelandet. Okay, unter Wasser kann mich keiner sehen. Ey, oh mein Gott, wenn ich jetzt auffliege, ich raste komplett aus. Dann war alles umsonst. Es war alles umsonst. Ich musste mir jede Mod, ich musste mir alles hiervon installieren, damit alles klappt. Wenn ich jetzt direkt rausfliege, dann vorbei. Oh, oh, Flauschi. Ich glaube, sie hat mich nicht gesehen. Okay, da ist ein Flugzeug. Ich gehe einfach unter die Landebahn. Flauschi fliegt mit ihrem Flugzeug. Okay, ich habe einen grauen Skin, das wird nicht auffallen. Ja, was macht die denn? Ich muss was essen. Okay, Freunde, wir bauen uns mal einfach kurz unter die Landebahn. Bro, es kann doch nicht sein! Okay, Freunde, aber ich glaube, sonst ist keiner da. Nee, ich lauf los. Oh. Oh, Flugzeug! Bro, das ist doch ein Meme, Alter. Warum kommt es genau jetzt? Hat die mich jetzt gesehen? Nee. Okay. Bro. Okay, okay, okay. Vorbei, vorbei, vorbei. Nein, komm schon bitte nicht. Okay, ihr seht gerade nichts, weil es so dunkel ist. Ich baue einfach hinter mir alles zu. So. Jemand landet. Candy. Das ist Candy! Pilot Candy ist gelandet. Pilot Candy steht zu ihren Diensten. Flauschi! Was labert der? Bist du gelandet? Ich bin gut gelandet. Ich hatte das Flugzeug, hast du schon gesehen? Ich hau das Flugzeug jetzt in den Hangar rein und dann mache ich mich für den nächsten Flug bereit. Ich fliege Muster C3B5. Ich muss gleich noch nach Los Angeles. Ey, warte mal. Danke für dein Flugzeug. Lass mein Flugzeug in Ruhe. Ey, jetzt runter von der Start- und Landebahn. Hier landet gleich ein dicker Flieger, du. Ja, okay. Okay, warte. So. Oh mein Gott. Ey, man kann seine eigenen Flugzeuge haben. 10.000 Liter hier hab. Let's go. Oh, 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 oh. Ich hab jetzt geparkt. Okay. Okay, du musst auch mal tanken. Ey, Handy. Flauschi, Hände hoch. Bleib stehen, Hände hoch. Hey, lass mich in Ruhe. Wie kannst du dir ein Flugzeug leisten, Flauschi? Wo hat deine Knarre her? Ich hab Geld gespart. Ich hab Wie viel verkauft. Geld hast du noch? Es das gibt ist Pistolen. Ich hab noch 5.000. Her mit den 5.000. Her mit deiner Kohle. Nein, ich mach keinen Spaß. Als ob die okay, jetzt kämpfen. Okay, mit Stress. Okay, bam. Ja, los. Junge, da für eine Knarre. Wo hat deine Knarre her? Okay, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Ja, was sagst du? Ich erledige dich, mega. Ich hau ab. Wenn die mich jetzt finden, ist vorbei. Und runter. Komm, 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 komm. Oh, und da hinten ist die Stadt, Freunde. Da hinten ist die Stadt. Wir haben sie gefunden. Let's go. Okay, solange die sich da fetzen, muss ich Gas geben. Das ist jetzt meine Chance, in die Stadt unbemerkt reinzukommen. Wobei Army ist, glaube ich, noch online. Okay, keiner sieht mich. Oh, wir haben es in die Stadt geschafft. Let's go. Okay, okay, okay. Ey, oder, oh mein Gott, soll ich den Skin ändern, Freunde? Soll ich einen iCrimex-Skin reinmachen? Okay, warte mal, wir gehen erstmal hier rein. No car.
Hier kann man irgendwie Autos. Ah, okay. Das hier ist, glaube ich, das Autohaus. Hey, Freunde, Junge, ich muss erstmal alles kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Okay, hier ist ein altes Villagerdorf. Ich würde sagen, ich gehe erstmal darüber. Ich habe keine Ahnung, was Amir hier genau macht oder wo er baut. Aber, Bro, was sind das für krasse Tower? Oh mein Gott. Krass, Freunde. Hä, was geht hier ab? Wie viel haben die denn schon gebaut? Okay, warte, wir gehen erstmal kurz hier rein. Okay, wir droppen mal ganz kurz hier die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen. So, ich würde sagen, Freunde, ich verstecke mich direkt mal in irgendeinem Tower. Weil ich glaube, Freunde, Real Talk, wenn wir uns in diesen Towern da einfach verstecken, keiner wird uns sehen. Dann safe nicht in einem großen Tower. Amir. Okay, rechts vor links. Nein, es ist Amir. Oha! Okay, wo fährt der hin? Warte, Freunde. Bro, diese Tower, das ist ja insane. Hä? Da unten. Okay, er ist abgebogen. Als ob hier jeder schon ein Auto und sowas hat. Okay, er ist runtergegangen. So, Auto aus. Boah, eigentlich muss ich Amir Hallo sagen, ne? Aber nee, wir dürfen nicht auffliegen. Und hoch in die Lobby. Okay, wir gehen mal gucken. Boah, mit Aufzug, Tiefgarage. Junge, wo sind wir gelandet? Max! Max, bist du zu Hause? Oh, ist der Tower ja, komm, wir gehen mal nach oben. Können wir Max einfach mal klopfen. Okay, Freunde, das ist wohl das Haus von Max. Oh mein Gott, let's go. Okay, das ist Flauschige Tower. Da sieht ja auch jeder Blinde. Erster Stock, Sue, Penthouse, iCrimex. LOL. Der bietet hier Wohnungen. Amirs Taxi hat nun offen. Taxifahrten und Autoverleih. Warte mal. Kann ich unbemerkt hochgehen? Nee, ne? Warte, wir gehen einfach mal einen Tower weiter unten. iCrimex. Ach, der ist nicht zu Hause. Egal, dann geh ich runter in meine Wohnung jetzt. Tür auf. Jetzt einmal hier runter. Und ab in den zweiten Stock. Bitte bin ich nicht im zweiten. Bitte bin ich nicht im zweiten. Bitte bin ich jetzt gerade nicht im zweiten. Bitte! Ich bin nicht im zweiten. Oh. Okay, ich höre ihn. Okay, Freunde, ich muss hier erstmal raus. Hallo? Ihr habt Wasser gehört? Geh mal runter. No! Hallo? Bitte nicht! Hallo! Bin ich in der Lobby hier? Bro, ich geh irgendwo hin. Hallo! Okay, Oh, vielleicht muss ich aufpassen, ihr Auto kann geklaut werden. Hier einfach einer reinsetzen und kann den Motor starten. Oh, okay, wir bleiben hier unten, Freunde. Junge, Freunde, was geht hier gerade schon wieder ab? Aber ich glaube. Ach, egal, dann fahre ich wieder zur Arbeit. Ich wollte gerade sagen, hier findet mich Amir nicht. Hey, ist er weggefahren? Hey, ist er? Oh, da kommt er. La, ab zur Arbeit, Amirs Taxi fährt wieder rum. Mip, mip, Taxi! Okay, warte mal. Oh, er war direkt neben mir! Okay, ich laufe jetzt in den Tower von der... Ich kann nicht mal mehr laufen, Freunde, wir haben kein Essen. Oh mein Gott! Wir gehen schnell rein. Aber okay, Amir ist safe weg. Penthouse, Sue, bla bla. Okay, Amir meint ja zweiter Stock. Wir gehen mal seine Wohnung abchecken. Okay, das war die Ebene, wo ich war. Das hier. Oha, Junge. Bro, er hat schon richtig Möbel und keine Ahnung was. Ich glaube, Amir ist doch sogar auch erst relativ neu auf der YouTube-Start. Aber okay, oha. Kühlschrank, Essen und Erfahrungsfläschchen. Boah, ich will kein... Guck mal, ich will kein 31er machen, aber ich brauche ein bisschen Essen. Amir, wenn du das hier siehst, ich küsse dein Herz. Ich klaue dir keine Erfahrungsfläschchen. Aber ein bisschen Brot muss ich mir holen, sonst habe ich hier gar keine Chance. Lol, er hat hier so Teile, auch richtig geil. Hatten wir bei der YouTube-Ansel damals ja auch, Freunde. Und Kisten, wir gucken nur mal rein. Wir werden uns nichts klauen, ich mache keinen 31er. Aber okay, Eisen, oha. Ah ne, ich dachte gerade, es wäre Gold gewesen. Okay, Eisenblöcke hat er viele. Oder ne, das ist auch nur weißer Beton. Aber er hat auf jeden Fall relativ viel Stuff. Ich glaube, man kann ja, das ist ja das Prinzip von der Minecraft-Stadt, man kann alles mögliche farmen und an Villager verkaufen. Aber wie man das genau macht, das müssen wir auch noch alles rausfinden. Ich würde aber sagen, warte mal. Okay, bisschen Cobblestone hole ich mir. Bro, Arme, wenn du das siehst, ich küsse dein Herz. Aber Cobblestone ist, glaube ich, jetzt nicht so krass. So, zack.
Amirs Wohnung. Amirs Wohnung. Ja, geil. Perfekt, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, wir jumpen mal ganz kurz runter. Steht hier irgendwo eine Workbench? Nee, oh, doch, da hinten. Da brauche ich meine nicht hinplatzieren. So, Freunde, okay, wir machen uns mal ganz schnell eine Pickaxe. Aber okay, oha, was haben wir hier? Amerika-Flagge? Überwachungskameras? Wo soll ich denn wissen, dass sowas in dem Spiel drin ist? Ey, bitte haben die mich jetzt nicht aufgedingenst. Was ist das denn? Mit einer Pistole? Noch mehr Kameras? Okay, ich kann hier nicht reingehen. Ist das ein Polizeipräsidium oder Präsident oder... Okay, warte, wir müssen hier ganz unten an den Dingern vorbeigehen, weil die filmen komplett geradeaus. Okay, was haben wir hier noch? Also Freunde, ich muss halt wirklich generell erstmal voll reinkommen. Ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist. Okay, Nether-Portal und das hier ist wohl das Ende der Stadt. Und hier sind Zauberer. Ah, hier sind Villager. Okay, ich sehe schon, hier kann man alles kaufen. $450 für ein OP-Buch. Okay, das geht aber übel fit. Dann haben wir hier Ankäufer. Oh, wir können Sachen verkaufen. Ein Stack Erde. Bro, easy. Wir machen uns direkt die ersten OP-Sachen. Können wir einfach verkaufen und ein bisschen farmen gehen. Okay, dann geht's hier noch nach oben. Okay, Army ist nicht mehr auf dem Server, Freunde. Das heißt, wir können uns jetzt frei rumlaufen, ohne dass uns irgendjemand erwischen kann. Let's go, Digga. So, Einrichtung haben wir hier. Laternen, alles drum und dran. Was kostet das? 50. Ja, kann man machen. Farben. Oh, geil. Oh mein Gott. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran auf der YouTube-Ansicht, wie lange wir das immer farmen mussten. Sonstiges. Ah, okay. Ein Stack kann man hier kaufen. Ich dachte eben schon, das ist doch voll was Besonderes. Und normale Blöcke. Holz kann man auch kaufen. Bro, das ist ja so geil. Okay, wir gehen mal wieder kurz raus. Ich würde sagen, jetzt, wo keiner mehr auf dem Server ist, checken wir einfach mal alle Häuser ab. Ich will wirklich mir mal alles ganz kurz angucken. Okay, Flauschi, die war ja eben noch da. Flauschis Briefkasten. Okay, da kann man wohl Briefe und sowas reinmachen. Und jeder arbeitet hier mit so einem Wasseraufzug. Okay, Ebene 1 oder 2. Hier ist noch alles leer. Ich nehme mal stark an, wir gehen nach ganz oben. Flauschi wird ja auch im Penthouse wohnen und nicht irgendwo zwischendrin. Ja, Flauschis Wohnung. Die Türen sind offen. Ich bin nirgendwo eingebrochen. Die Tür war auf, deswegen können wir auch reingehen. Und wir checken mal ganz kurz alles ab, was sie hier so hat. Ja, also wir klauen natürlich auch wieder nichts, Freunde. Ihr wisst es. Aber, mashallah, Flausch hat schon... Oha. Oha. Bro, Flausch hat schon richtig coole Sachen. Und ihr Penthouse sogar einfach über zwei Ebenen. Mit, oh mein Gott, mit Rooftop-Pool. Warte, wir gehen mal nach oben. Wo kommt man... Na, hier kann man noch hoch. Als ob sie oben drauf einen Pool hat. Oh mein Gott, wie geil. Alter. Mit Sprungbrett. Hä, das funktioniert sogar. Wow. Krass. Okay, das nenne ich mal geil, Freunde. Dann haben wir drüben noch einen. Ah, ich glaube, das ist Candy, sein Tower. Und das ist auch der größte von allen. Krass. Aber erkennt man da dran wegen diesen bunten Farben. Das müsste wahrscheinlich Candy sein. Aber ich würde sagen, den gucken wir uns auch mal näher an. Moment, wir gehen mal ganz kurz rüber. Oh, wo ging es denn nochmal raus? Ich glaube, hier unten. Zack, zack, zack. Und Abfahrt. Er ist so krass, man fällt einfach runter. Und let's go. Ich glaube sogar Flauschi hat zwei Tower, weil hier ist ja noch einer. Mit einem Sprungbrett für rüber wahrscheinlich. Wir gehen mal kurz rein, aber hier steht ja auch nichts. Oder? Eins. Okay, keine Ahnung. Der Tower scheint mir noch leer zu sein. Vielleicht wird er auch gerade neu gebaut. Ein Motorrad? Ist das ein Motorrad? Hä? Okay, aber ich kann mich irgendwie nicht draufsetzen. Ich weiß nicht mal, braucht man hier irgendwie einen Führerschein oder keine Ahnung was, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Ihr müsst mir echt mal ein bisschen helfen hier, weil ich mich noch gar nicht auskenne. Stanni, super. Stanni? Stanni ist doch gar nicht da. Gold, Diamanten, Eisen kann man hier kaufen. Und verkaufen auf jeden Fall auch. Okay, wo hat denn Candy seinen Aufzug? Wie konnte ich hier nach oben? Ah, hier. Und er hat sogar Treppenhaus. Oh, Bro, okay. Das war der krasse Tower, den wir am Anfang gesehen haben. Essen, Beton, okay, der hat auch alles am Start. Nicht schlecht. Gästezimmer sogar. Mhm, schön mit Bett. Warte mal, ich mach mal ganz kurz einfach mal sein Bett als Wiedereinstiegspunkt. Nicht, dass wir sterben, Freunde. Und, oh mein Gott, Ender-Chest. Habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen. Junge, wie krass sieht das bitte aus? Man kann die Farben einfach ändern. Und wahrscheinlich hier oben das Master-Badezimmer von Candy. Okay, und sein Schlafraum. Und ich glaube, hier geht es dann auch noch hoch zur... Zur Poolbar, Freunde. So, wir gehen aber mal ganz kurz wieder runter. Ich würde sogar echt sagen, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Bro.
Alter, ich dachte schon, ich sterbe gerade an Fallschaden. Bevor das heutige Video endet, müssen wir uns mal eine kleine Geheimbase oder sowas bauen. Wir brauchen erstmal irgendwas, wo wir mal eine kleine Kiste oder sowas reinmachen. Und dann fangen wir auf jeden Fall an zu farmen. Ich glaube, ich werde erstmal sogar anfangen mit Dirt, dass wir erstmal ein bisschen Erde verkaufen und unser erstes Geld bekommen. Weil ohne Schwerter, ohne Rüstung und so können wir nichts machen, Freunde. Und ich würde sogar echt sagen, hier im Tower von der Crimex wohnt halt jeder. Amir wohnt hier, Sue wohnt hier, Mülleimer. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir bauen genau hier, neben dem Mülleimer, bauen wir unsere Base. Oh mein Gott, es ist perfekt. Bam, bam, keiner sieht irgendwas. Dann bauen wir hier einen kleinen Gang rüber, eine kleine Treppe noch runter. Boah, ist halt richtig dunkel, ne? Und wir haben gar keine Kohle oder irgendwas. Aber egal, ich baue mal ganz kurz ein bisschen was ab. Warte mal, können wir oben irgendwie Licht klauen? Wir brauchen irgendein einziges Licht. Warte mal, was? Oh mein Gott. Bro, okay, ich hoffe, das fällt keinem auf. Die arbeiten halt nur mit Laternen. Ohne Behutsamkeit kann ich die gar nicht abbauen. No, oh mein Gott. Okay, Freunde, wisst ihr was? Egal. Wir machen uns trotzdem den Geheimraum hier unten. Ich würde sagen, für die erste Folge reicht das erstmal. Ich werde jetzt hier gleich noch ein kleines Lager aufschlagen. Mal hier ein paar Kisten hin platzieren und, dass wir erstmal überhaupt mal anfangen können, hier alles zu machen. Ich gehe noch Eisen farmen, eine Eisen-Pickaxe und so ein paar Basics erstmal hier klären. Und ich würde sagen, in der zweiten Folge werden wir dann auf Secret Top Migrid einfach hier unten unter dem Tower von Max einfach eine kleine Base bauen. Einfach eine geheime Base. Aber wie gesagt, wenn ich das Video hochlade, dann bin ich wahrscheinlich eh schon wieder weg. Aber ich werde erstmal richtig viel farmen gehen. Aber Freunde, let's go. Wir sind einfach auf der Minecraft-Stadt am Start. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Freunde. Ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah. Baby, if you want one, then you coming with a paper. I ain't testing shorty back.